Hallo meine lieben Freunde des guten Geschmacks. Ich bin zurück mit einem super einfachen Rezept, nämlich gebackenen Drillingen mit Rosmarin und Feta. Und ich sage euch, dieses Rezept, das ist so einfach, das kann man sich perfekt nach der Arbeit machen, nach dem Sport oder wenn man einfach keine Lust hat, lange in der Küche zu gehen. Ich habe hier ganz kleine süße Kartoffeln, sogenannte Drillinge. Das ist nicht etwa eine Kartoffelsorte, sondern das sind einfach Frühkartoffeln, die noch ganz klein sind. Und dass sie so klein sind, ist unser Vorteil, denn dadurch garen sie einfach deutlich schneller als große normale. Ich persönlich finde, wenn eine Kartoffel klein ist und Röstaromen bekommt, schmeckt sie auch irgendwie besser. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Und die Schale kann man auch noch mitessen. Also eigentlich nur Vorteile, wenn man kleine Kartoffeln hat. Die Schälarbeit spart man sich eben dadurch, dass man die Schale mitessen kann und dementsprechend müssen wir diese Kartoffeln einfach nur halbieren. Hier solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr sie der Länge nach halbiert, denn dadurch bekommt ihr gleich mehr Röstaromen, also sprich nicht so, sondern lieber so längst. Ich zumindest mag das deutlich lieber, weil dann eben diese komplette Fläche hier dann gleich angebraten wird. Mich würde auch total interessieren, was für Rezepte ihr euch so macht an Tagen, an denen ihr nicht so viel Zeit habt zum Kochen oder nicht in der Küche stehen wollt. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, interessiert mich. Ich schnapp mir ein bisschen Backpapier und lege es auf mein Backblech. Ich habe endlich ein neues Backblech, mein altes war schon sehr, sehr drüber. Einmal Backpapier drauf, die Kartoffeln gebe ich auch schon mal dazu. Was ich direkt auch noch dazu werfen werde für den Geschmack ist Knoblauch. Und das Schöne ist, dass man den Knoblauch einfach nur einmal so aufknacken muss und dann einfach mit Schale dazu werfen kann. Dann verbrennt er nämlich nicht und gibt trotzdem sein schönes Knoblaucharoma damit rein. Und als nächstes frisch aus dem eigenen Garten Rosmarin. Wächst super einfach. Ich würde wirklich jedem mit ein bisschen Grün bei euch raten, Rosmarin selber anzubauen, denn der vermehrt sich so unfassbar und am Ende habt ihr so einen riesigen Strauch und immer Rosmarin vor der Tür. Beim Rosmarin einfach so gegen den Strich die Blätter abziehen und dann habt ihr sie alle vor euch und den Stiel, den könnt ihr einfach entsorgen. Ganz easy. Ich nehme hier so drei große Zweige dafür. Denn ich finde Rosmarin und Kartoffeln, das ist so eine geniale Geschmackskombination. Es funktioniert richtig, richtig gut zusammen. Und wenn ihr es noch nicht kennt, unbedingt ausprobieren. Wirklich unbedingt. Den werde ich mir jetzt noch ein bisschen feiner hacken, dass er sich einfach im Essen auch schön gleichmäßig verteilt. Denn den kann man dann auch wirklich super mitessen. An der Stelle vielleicht auch erwähnt, dass natürlich alle Zutaten gewaschen sind. Manchmal habe ich gehört, dass das nicht ganz so klar ist, aber natürlich für mich selbstverständlich vor dem Kochen immer alle Zutaten mal unter fließendem Wasser abwaschen. So, der Rosmarin ist schön klein. Den werde ich jetzt schon mal einfach so ganz grob aufs Backblech geben. Und was auch noch dazu kommt, sind Kirschtomaten, Cherrytomaten. Super lecker, weil sie einfach so eine schöne Süße haben. Die kleinen Tomaten kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Packe ich mir einfach so dazu aufs Blech. Und eine Zutat fehlt jetzt natürlich auf jeden Fall noch, und zwar ein bisschen Olivenöl, damit das Ganze einmal lecker wird, aber vor allem nicht verbrennt. Das heißt, ich gebe hier nochmal so zwei großzügige Esslöffel Olivenöl drüber. Salz kommt natürlich auch noch mit dazu und da könnt ihr echt großzügig sein, weil Kartoffeln Salz auch wunderbar vertragen. Und Pfeffer könnt ihr das Ganze, wenn ihr möchtet, auch schon. Jetzt kommt eure Hand ins Spiel, denn damit kann man wirklich am besten das Öl nochmal in alle Ecken verteilen. Einfach mal gut durchmischen und dafür sorgen, dass der Rosmarin und vor allem aber das Öl wirklich an jede Stelle kommt. So, ich sortiere das jetzt wieder so ein bisschen zurück. Tomaten in die eine Ecke, Kartoffeln in die andere Ecke. Achtet an der Stelle auch gerne schon mal drauf, dass die Kartoffeln mit der Schnittseite nach unten liegen. Dadurch werden sie nämlich unten dann richtig schön knusprig. Und dieses schöne Backblech, das kommt jetzt für erstmal eine Viertelstunde in den Backofen und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Nach einer Viertelstunde nehmt die Kartoffeln raus, wendet sie mal und gebt dann noch ein bisschen Feta-Käse oben drüber, denn der schmeckt gebacken auch super, muss allerdings nur so für die letzten 10 Minuten ungefähr rein. Ihr könnt den Feta gerne auch frisch am Ende noch oben drüber geben. Schmeckt nochmal ein bisschen anders, aber ich mag die gebackene Form einfach sehr. Und da ist unser Backblech auch schon. Ich habe es jetzt schon ein bisschen früher rausgenommen, weil die Tomaten so ein bisschen on the edge sind. Die sind jetzt zusammengefallen, haben schon die ersten braunen Stellen auch und zu lange solltet ihr die auf jeden Fall nicht drin lassen. Optimalerweise macht ihr den Feta-Käse dann vielleicht nach 10 Minuten schon rein. Insgesamt brauchen die so ungefähr 20 Minuten bei 200 Grad. Da kriegt man auf jeden Fall ein richtig schönes Ergebnis. Alles ab auf einen Teller und ihr habt wirklich ohne jeglichen Aufwand und vor allem auch ohne jeglichen Dreck, denn die Küche ist sauber geblieben, so ein tolles vegetarisches Essen für euch. Wenig Zutaten, wenig Arbeit, wenig Dreck.
perfektes Essen, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mehr solche einfachen Rezepte haben wollt, gerne den Kanal abonnieren und dem Video hier einen Daumen nach oben geben. Macht es gerne nach, wenn ihr neugierig geworden seid. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit diesem sehr simplen, aber super leckeren Abendessen. Euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!